Jo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial auf meinem Kanal. Und ja, heute zeige ich euch, wie ihr mit GIMP eine coole Schrift erstellen könnt. Und ja, ich würde sagen, warten wir nicht lange, fangen wir gleich an. Ich habe hier GIMP schon geöffnet. Und ja, sollte GIMP bei euch nicht ganz so aussehen, kann es sein, dass ihr eventuell den Einzelfenstermodus nicht aktiviert habt. Den könnt ihr aktivieren unter Fenster Einzelfenstermodus. Und dann habt ihr das nicht mehr so dreiteiligen Fenstern, sondern in einem. Und außerdem wundert euch nicht, ich habe meine Werkzeugeinstellungen hier rüber getan und habe hier jetzt die Ansichtsnavigation reingetan. Bei euch ist die Einstellungen, die ich bei mir hier habe. Wobei wir die also ihr wisst, was ich meine, das, was hier drüben ist, ist bei euch hier. Und das, was ihr hier seht, ist bei euch gar nicht, glaube ich. Gar nicht, beziehungsweise irgendwo in irgendein von den ganzen Tabs hier oben. Und ja. So, es fängt natürlich alles mit einem Schriftlayer an. Deswegen würde ich sagen, tippen wir erst einmal einen Text ein. Ich schreibe jetzt einfach mal Tutorial, ganz klassisch halt. Ich mache die Größe jetzt mal so auf, naja, sagen wir mal 200. Und machen die Farbe jetzt. Die Farbe ist eigentlich Ray, die ändern wir sowieso danach noch. Aber damit man es erstmal erkennt, setzen wir es erstmal auf Weiß. Dann nehmen wir eine Schriftart, die man will. Ich nehme dafür jetzt einfach mal, ich gebe jetzt mal C ein. Ich nehme hier Kontur Bold. Ja, die lasse ich. Und dann gehe ich auf Ebene automatisch zustellen, beziehungsweise bei mir einfach nur Shortcut C. Dann tue ich das in die Mitte, dann könnt ihr, wenn euch die Linien nerven, könnt ihr die Linien unter Ansicht Hilfslinien anzeigen wegmachen. Und ja, jetzt habt ihr hier den Text Tutorial. Ja, das ist jetzt natürlich nicht atemberaubend. Gut, man könnte das jetzt schon als 2D-Wallpaper verkaufen. Nein, aber wir wollen ja einen ordentlichen, gescheiten Text rausmachen. So, deswegen zoomen wir erstmal ein bisschen rein. Das macht ihr, indem ihr STRG, also Steuerung gedrückt haltet und mit dem Mausrad reingeht. Also es funktioniert quasi so ähnlich wie bei Photoshop, nur statt Alt halt STRG. Und das war ein bisschen zu nah. Jetzt habe ich hier das Wort Tutorial. Das sieht jetzt natürlich noch nicht so prickelnd aus. Es fehlt eine Kontur. Oder besser gesagt, erstmal fehlt überhaupt die Farbe. Ich nehme dafür jetzt einfach mal, ja, würde sagen, ich nehme hier so ein Grün. Oh, lässt sich eigentlich einrichten. Ja, komm, so lassen wir es. Haben wir hier jetzt ein Grün. Sieht natürlich immer noch nicht prickelnd aus. Jetzt kommt eine Kontur. So, ich mache das eigentlich ein bisschen einfacher mit dem sogenannten Layer-Effekt-Skript. Ich kann es euch ja mal kurz mit der Variante ebenfalls zeigen. Layer-Effekts habt ihr hier, dann öffnet sich hier so ein Dialog-Skript. Der ist übrigens immer im Hintergrund, müsst ihr an der Taskleiste erst öffnen. Zumindest bei Windows. Und dann habt ihr hier Farben, bla bla bla, den Regler schiebe ich immer auf 0. Das mache ich so auf 5 und dann klicke ich OK. Und ich sehe gerade, die Schrift ist nicht sonderlich dick, der hätte ich sogar noch ein bisschen dünner machen können. Ich glaube, das mache ich dann auch. Ich will mal die Ebene nochmal an, gehe nochmal auf Layer Effects, Stroke und setze die auf 3 runter. Ja, so ist das eigentlich ganz okay. Schieb die hier mit rein. Ich habe hier übrigens sogenannte Ebenenordner erstellt. Die könnt ihr mit dem Ordner-Icon hinten machen. So, Ebenengruppe. Und ja. So, ich lösche die mal wieder. Und ja, dann bei der Stroke
könnt ihr dann den Ebene-Modus auf Überlagern schalten und dann sieht das schon mal so aus. Jetzt zeige ich euch das noch für die, die Layer Effects nicht haben. Übrigens, ein Link zu einem Layer Effects Installationstutorial ist in der Beschreibung, ist von meinem Kollegen Surprise Artworks. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie man das noch ohne den Layer Effects machen kann. Wir erstellen eine neue Ebene. Name ist relativ vain. Gehen auf die untere, machen Auswahl aus Alpha-Kanal, gehen auf die obere, drücken auf Auswahl, verkleinern um 3. 3 in dem Fall, also was ich ja vorhin bei dem anderen Tool auch eingegeben habe. Und dann drücke ich auf Invertieren. So, jetzt ist erstmal das ganze Bild voll, das sieht natürlich scheiße aus, aber wir können dann auf Überlagern schalten. Ihr seht, das ist dasselbe Effekt. Jetzt klicken wir auf die Ebenengruppe, also hier auf das Überteil, und gehen jetzt auf Ebene automatisch zuschneiden. Zumindest sollte das funktionieren. Das will gerade nicht. Ah, genau, so. Dauert bei mir jetzt ein bisschen länger, aber bei PC ist nicht der schnellste und schon gar nicht während der Aufnahme. Also tut mir ein bisschen leid, dass hier eventuell das ein oder andere etwas länger dauern kann. Aber ihr seht, es ist jetzt zugekörpert, wenn ich jetzt im Modus normal umschalte, ist das jetzt noch so klein. Und ihr habt den Effekt auch. Egal wie ihr es gemacht habt, ob über Skriptfu oder über so. Jetzt haben wir diese zwei Ebenen. Und jetzt erstellen wir eine weitere neue Ebene. Ich mache es immer so, ich dupliziere immer die Hauptebene. Ich dupliziere die Konturebene, wie ich es jetzt mal nennen würde. Drücken NTM, also drücke Entfernung. Und jetzt geht's auch schon mit den ersten Effekten los. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie es im ersten Moment aussehen mag. Man schnappt sich einfach irgendein Brush, den man will. Übrigens, ich habe hier ein paar Brushes installiert. Könnt ihr ja auf Google mal eingeben, wie man Brushes installiert. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Könnt ihr ja mal... Ja, könnt ihr mal schreiben, ob ihr Brush Installationstutorial haben wollt oder nicht. Und ja, ich stoppe jetzt einfach mal den Brush hier, weil ich es kann. So, ich lasse den Brush jetzt auf schwarz. Und da würde ich sagen, ja, klicke ich ein paar Mal hier halt rein. Und ihr kennt schon den Effekt hier. Es sieht auf jeden Fall schon schöner aus, meiner Meinung nach. Und ja, dann mache ich davon wieder eine Kopie, drücke wieder NTF, also drücke wieder entfernen, schnappe jetzt wieder einen Pinsel, schnappe jetzt aber einen normalen Pinsel, schnappe jetzt mal den hier, das Hardness 2, das ist ein vorinstallierter Pinsel, den gibt es also auch so schon. Und mit denen klicke ich einmal hier hin, da wo mein Brush gerade ist, halt da die Shift-Taste gedrückt. Ihr seht, dann ist hier so eine Sache. Dann halte ich zusätzlich noch die Steuerung-Taste, die STRG-Taste gedrückt. Und dann ist das gerastert, es ist eine gerade Linie. Und dann, wenn wir hier hinten angekommen sind, klicken wir einfach noch einmal mit der Maus. Rechtsklick, toll. Ja, und jetzt haben wir hier so einen Effekt, den können wir auch noch ein bisschen verschieben. Ihr seht, das sieht doch eigentlich schon ganz nice aus. Ja, da zeige ich euch noch einen geilen Trick. Noch einen nice kleinen Trick. Und zwar erstellen wir eine neue Ebene oder wir machen halt wie gesagt wieder den hier. Wieder duplizieren und entfernen. Damit wir den Ebene-Modus nicht noch alles neu stellen müssen, dass auch in dem Bereich bleibt. Wir gehen jetzt wieder auf den Pinsel,
gehen hier unten auf dieses zweite Teil. Da steht dann irgendwas mit Werkzeugvoreinstellung wiederherstellen. Klickt er hier drauf, dann kriegt er so eine Liste. Alles bis auf ganz klassisch ganz oben habt ihr schon standardmäßig drin. Ganz klassisch habe ich mir selbst erstellt. Und wir brauchen hier den Pinsel FX Confetti. Den wählen wir an. Dann gehen wir hier wieder auf den Brush und wählen wieder den Pinsel aus. Und die Größe stellen wir relativ runter, so auf 21. Das ist eigentlich fast was auf groß, aber es geht. Gut. Und dann machen wir einmal hier drüber. Und wenn ich mache den Ebene-Modus nochmal auf normal. Jetzt seht ihr hier den Effekt. Das ist der Effekt, den ich meine. Und dann gehen wir hier auf das Entsättigen-Werkzeug. Entsättigen meine ich. Und klicken hier drauf und wir sehen, das Ganze wird schwarz-weiß. Das machen wir auch und dann gehen wir auf Überlagern. Und das könnt ihr jetzt noch eins mal wiederholen, wenn ihr wollt. Und oder wir machen es. Ja, warte mal, ich glaube, hier kann man auch was anderen Modus nehmen. Oder ihr könnt auch den nehmen. Also ihr könnt auch ein bisschen mit dem Ebene-Modus rumexperimentieren. Und ja, jetzt habt ihr eigentlich schon eine coole Schrift erstellt. Jetzt erstellen wir uns eine neue Ebenengruppe. Ich mache die drüber, ziehe die Ebenengruppe, der wir gerade gearbeitet haben, hier rein. Und dann gehe ich auf die Ebenengruppe. Und gehe auf Ebenengruppe vereinen. Dann ist das Ganze ein Layer. Und die lassen sich auch nicht mehr editieren. Also man kann jetzt die einzelnen Effekte nicht mehr bearbeiten. Und ja, so, und jetzt kommt nämlich die Sache, wir können ja auch noch mal Ebene automatisch zuschneiden anwenden. Das sollte man jetzt wieder ein bisschen so. Und jetzt kommt der 3D-Effekt ins Spiel. Und den macht man ganz simpel. Man hat hier das Original. Die originale Ebene. Diese dupliziert man mit diesem Icon hier. Da klickt man drauf. Und erhält man Textkopie. Wir klicken immer auf das Text. Drücken die Pfeiltasten einmal runter und einmal von mir aus rechts, links, je nachdem, welche Richtung ihr den 3D-Effekt haben wollt. Ich mache es jetzt ganz klassisch einfach mal in rechts, so. Egal, ja, und dann die Ebene, die ihr gerade jeweils um einen Pixel verschoben habt, wird wieder dupliziert. Ihr klickt wieder rein. Ihr müsst übrigens wieder reinklicken. Übrigens, wenn ihr hier das Move-Werkzeug habt, würde ich euch empfehlen, stellt den Werkzeugmodus auf aktive Ebene. Nicht, dass euch da irgendeine Scheiße passiert. Ja, also wie gesagt, ihr kopiert das, klickt einmal hier rein und dann wieder mit dem Pfeiltasten einmal runter nach rechts. Dann könnt ihr von mir aus, wenn ihr zwei Sachen schon verbunden habt, könnt ihr diese duplizieren. Dann könnt ihr wieder reinklicken, könnt ihr Texte mit zwei moven. Und wenn er es wieder dupliziert, dann ist es dann vier. Und jetzt können wir bei der nächsten Ebene vier machen und ich würde sagen, das reicht für den 3D-Effekt eigentlich schon. Das sieht jetzt natürlich für 3D noch ein bisschen lame aus, aber man erkennt irgendwie nicht, dass es richtig, man erkennt es irgendwie so gut. Deswegen machen wir jetzt hier doch die Helligkeit runter. Oder man kann auch hier ein bisschen rumspielen. Oder was ich auch gerne mache, mit dem Kurvenwerkzeug arbeiten. Da mache ich dann einfach hier. So zum Beispiel. So dass man halt einen Unterschied zwischen dem Original und dem Layers, die wir für die 3D-Effekte haben, sehen kann. Und ja.
zum Schluss können wir diese zwei Sachen noch vereinen. Hier nach unten vereinen. Rechtsklick nach unten vereinen halt. Dann können wir noch auf Filter gehen. Können auch auf Licht und Schatten gehen. Können den noch einen Schlagschatten hinzufügen. Das machen wir auf 0. Das machen wir auf 0. Und daher macht das, machen wir den Haken raus und klicken OK. So. Zudem könnt ihr auch noch den Text, die Textebene kopieren, klicken auf die obere, gehen auf Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner. Ja, jetzt ausblenden wieder. Nice. Da ist es, stell das auf 15. Lassen hier RLE. Haben wir das jetzt so weich gezeichnet, sieht das natürlich ein bisschen scheiße aus. Deswegen machen wir einen Ebenenmodus, und zwar nur aufhellen. Und ich denke mal, ihr erkennt den Effekt. Das klaut den Schrift so ein bisschen auf, das glüht so ein bisschen. Man sieht jetzt zwar die metalligen Text, man sieht zwar die Textur, die wir mit den Brushes vorher gemacht haben, nicht mehr ganz so gut. Aber ich finde, das sieht richtig geil aus so, und wer das überhaupt nicht will, der kann hier noch ein bisschen wegradieren. Übrigens, ich würde, nachdem ihr mit den FX-Converti-Dings gearbeitet habt, hier den Eraser auf Soft zurückstellen oder von mir aus auch den Pinsel dann auf Normal hier, Basic halt. Und jetzt könnt ihr, da wo ihr den Effekt nicht haben wollt, könnt ihr auch noch wegradieren, wenn ihr wollt. Ich lasse das jetzt allerdings so. Ja, und dann ganz zum Schluss klicke ich auf die Ebenengruppe, Ebenengruppe vereinen. Meinetwegen auch nochmal Ebene automatisch zuschneiden. Und ja, fertig ist die Schrift. So sieht die dann aus. Eigentlich ganz nice, finde ich. Und ja, wenn euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wird wahrscheinlich wieder ein Speedart sein. Und ja, dann noch ciao und bis zum nächsten Mal.